Quick, heftig und dirty. Scrap Yard Wharf! Da hinten sind Carsten und Max verschwunden. Max ist eigentlich egal, aber gut, dass Carsten weg ist und Saskia liegt krank im Bett, also haben wir genug Platz und Zeit. Richtig. Dennis und ich basteln unser neues Konzept zusammen und ich glaube, wir sollten jetzt mal ein bisschen was dazu erzählen, während Dennis dann auch schon das Basteln anfängt. Ich übergebe meine Hand. Im Prinzip haben wir das Gehäuse aus Holz gemacht, aus Sperrholz, um genau zu sein. Da wir nämlich kein Geld für, beziehungsweise generell kein Geld hatten, 150 Euro für einen Gaming-PC ist eigentlich nichts, wissen wir ja alle. Deswegen wollten wir die kompletten 150 Euro auch in die Hardware stecken, weshalb wir keinen Cent für die Hardware, beziehungsweise keinen Cent fürs Gehäuse ausgeben wollten. Hat auch gut geklappt bis jetzt. Bis jetzt hat es gut geklappt. Und so haben wir auch weiter vor, das durchzusetzen. Genau. Deswegen werden wir jetzt zusammen dieses Gehäuse montieren. Wir sind noch relativ gut im Zeitplan. Der Zeitplan sieht gut aus. Also für die 24 Stunden, die wir zum Basteln benötigen sollen, haben wir noch, glaube ich, 6 oder 7 übrig. Und das ist ja nur noch zusammenstellen. Nur noch zusammenbauen und installieren. Jo. Das sollte klappen. Und die anderen sind uns voll hinterher mit der Zeit. Mhm. Aber erstmal für die ganzen Leute hier ein bisschen B-Roll, dass ihr überhaupt seht, was wir alles überhaupt fabriziert haben. Sache, wir filmen das Ganze natürlich, während wir es zusammenbauen, und das nebenbei zu filmen, während man es zusammenbaut, kostet einen noch mehr Zeit von dieser 24-Stunden-Challenge. Ja. Aber wir nehmen es mit. So ist das Leben. Stellen wir doch erstmal unsere Teile vor, die wir hier so verbastelt haben. Dennis, was ist das? Das ist eine GTX 680 von Asus mit dem Direct CO2-Kühler. War damals eigentlich die beste 680 oder eine der besten 680, die man sich so gönnen konnte. Sehr geil. Wir haben ein 775er Board. Ein P5Q von Asus. Auch von Asus. Man sieht es jetzt nicht richtig, also man kann es jetzt richtig schlecht lesen, welcher Prozessor drauf ist. Ich lese es euch einfach mal vor. Es ist ein Core Duo Quad 2,586 GHz. Den takten wir natürlich noch ein bisschen. Das ist ein sehr gutes Mainboard dafür. RAM-Riegel haben wir von G-Skill und Various Herstellern. Wir bleiben natürlich komplett im Budget, was die jetzt kosten würden. Wir hatten noch welche da, aber wir berechnen sie natürlich nach dem aktuellen Marktpreis. Cheng Meng Meng Ping Netzteil, bitte verurteilt uns nicht. Der Preis ist echt knapp. Mhm. War leider nichts mehr im Budget drin. Ein 775 CPU-Kühler. Und dazu noch ein günstiger No-Name-Lüfter. Dazu eine SSD, die ich bei eBay geschossen habe, für umgerechnet ca. 20 Euro plus Versand. 120 GB, damit kriegen wir auf jeden Fall Vorsprung. Die wird uns den Arsch retten. Ja. Richtig, das Ganze schustern wir jetzt zusammen und schrauben es fest. Genau. Und dann sag ich mal, let's go. Woo! Erstes Opfer des Tages, Dennis hat unsere Tischdecke versaut. Zum Glück weiß Sassi davon nichts. Die merkt das gar nicht. So, nur dass ihr das auch wisst, wir haben jetzt ein Gitter gemacht, weil das Loch, sagen wir so, wir müssen das Netzteil nach innen moven. Genau. Das wird später keinem auffallen in der Bewertung, aber wir müssen das einfach nach hinten schieben und machen ein Gitter zur Blende drüber, dass es nicht so auffällt, weil das Netzteilkabel zu kurz war. Wer kann denn so kalkulieren? Da nämlich dieses Mainboard eins von den wahrscheinlich 3 Mainboards auf der Welt ist, das den 24-Pin-Stecker hier an der VRAM Kühlung hat und nicht dort, da, wo es normalerweise ist, habe ich jetzt leider den Spot für das Kabel falsch gesetzt. Dinge, die der Jury gar nicht auffallen können. Wir haben den Stoff für die Frontblende einfach mit Holzleim festgemacht. Aber ganz wenig Holzleim, damit wir den wieder auch rausbekommen. Bloß haben wir jetzt nichts Praktischeres wie Reißzwecken oder sowas da, um das festzumachen. Und eine Vorrichtung zum Festmachen haben wir natürlich auch. Wir haben zu wenig Lüfter. Und weil wir zu wenig Lüfter haben, habe ich jetzt ein... Geil! Weil wir zu wenig Lüfter haben, habe ich jetzt ein eloquentes neues System mir einfallen lassen, um die CPU richtig zu kühlen. Panzertape. Und Panzertape wird uns den Hintern retten. Hat zufälligerweise die gleiche Farbe und das Gewebetape. Und ich muss mich da jetzt beeilen. Also, so, die Frontmount. Die Schrauben, wie waren die befestigt? Von innen. Das ist halt scheißen, weil du gleich dann immer rankommst. Nütteldraht ist offiziell
erlaubt. Bau quasi den Mega-Lüfter, ist dann quasi jetzt das Mega-Biest. Wir sind ja unter Zeitdruck. Also nicht vergessen, wer unter Zeitdruck ist, macht auch mal sowas. Der Trick ist ja nur, einen Windkanal zu schaffen. Besser als original. Und alle werden sich denken, Mensch, wo haben die denn diesen coolen Lüfter her? Der hat doch bestimmt viel Geld gekostet. Ja. Die Optik ist natürlich wichtig, aber unser Hauptaugenmerk liegt auf Funktion und Stabilität. Aber wie ihr seht, der Platz ist nicht mehr. Das ist alles Arsch auf Keim. Kein Platz. Unten ist natürlich der zusätzliche Raum für mehr Festplatten. Hallo Saskia. Sie ist krank. Und damit sind wir jetzt auch quasi fast fertig. Also eigentlich fertig. Also technisch ist er natürlich schon fertig. Hier die Superturbine mit einem Glaskasten. Wir haben hier so ein Custom-Saugprinzip gemacht, dass sie hier reingeht. Dann durch diesen PC-CPU-Kühler durch, dann über den Grafikkarten und hinten rausgesaugt. Also quasi backwards und auf der anderen Seite rein zur Grafikkarte. Aber nochmal kurz zu den Specs. Wir haben Quad-Core drin. Ja, eine Q8300, der auch ordentlich übertaktet wird. Und das Herzstück des Ganzen, die GTX 680. Und natürlich eine SSD. Eine SSD. Und RAM-mäßig sind wir bestückt im Moment mit ungefähr 2x2 plus 2, also 6, also 7. 7 GB RAM. Wenn es nicht geht, haben wir noch mal gucken. 7. Hm. Das ist okay. Ja. Zum Game, ja. Ja, ja. Sollte reichen. Also, so. Aber DDR2. Hm. Wir sind fertig mit dem Rechner. Das war eine Höllentortur. Hier ist das schöne Baby übrigens. Dennis muss natürlich weiter. Das ist jetzt ein kurzer Nachdreh, dass ich auch präsentieren kann, die Kiste. Wir haben unseren Zeitplan gerade so eingehalten. Und dafür, dass es selber gebaut ist, ist es gut. Also kann jeder sagen, was er will, aber ich find's toll. Und ihr wollt bestimmt auch das Special Feature dieses Rechners sehen. Je nachdem, in welcher Richtung ihr das Teil auf dem Schreibtisch platzieren wollt, kann man es kippen. Ob jetzt in diese Richtung oder in die andere Richtung. Man kann immer was zeigen. Und das ist eigentlich schon ziemlich cool. Unsere Initialen auf der Grafikkarte muss natürlich sein. Und dann würde ich sagen, feuern wir die Kiste doch mal an. Ne? Carsten, wirst bestimmt mal wissen, ja, wie laut das Ding wird, oder? Wie laut? Ist das wohl laut? Nee. Aufpassen, das ist der DDR-RAM-Check. Und er kommt. Schon ein bisschen heiß, oder? Das ist Turbo. Und hier drüben? ja. So heiß wird der nicht. Was hast du da für Lüfte drin? Das ist ein Stock-Bullshit-Lüfter, was völlig egal ist. Aber hier ist ein CPU-Lüfter drin. Ein alter eBay-Lüfter. Für 2 Euro, der ist so ein Turbinenlüfter und den haben wir in einen Windkanal verwandelt und der Windkanal, wie ein Staubsauger, nur in die andere Richtung. Ist egal, die Lautstärke, er ist geil. Natürlich kann man den noch drosseln, aber wir lassen da voll Power laufen, weil wenn, dann wollen wir Leistung. Wir verabschieden uns jetzt, ihr kriegt noch ein bisschen B-Roll aufs Auge von dieser schönen, wunderbaren Kiste. Und ihr könnt euch einfach jetzt wieder Videos angucken von uns. Also beim nächsten Mal hier oben werden noch mehr Scrapyard Wars Sachen auftauchen und die anderen Teams produzieren ja auch Sachen. Und auf unserem Zweitkanal gibt es jetzt mega neue Videos, die auch mega cool sind und Livestreams, wir fahren wieder Livestreams. Also, die Inhalte werden exponentiell mehr.